Unsere Burgen machen sich schon da, da jetzt hier. Da bin ich jetzt hier mal zuversichtlich, ausnahmsweise. Was kannst du denn da liefern lassen? Holz haben wir gerade wenig. Mach erstmal die Pikinierte platt, das machen die hier unsere ganze Nahkampf-Kavallerie hier hinüber. Das war nicht so. Also dann müsst ihr mir schon mal mehr bieten, ne? Sag mal, sind die jetzt hinten wieder safe? Scheint so. Dann ab an die Arbeit. Es muss jetzt einfach sein, das ist süß. Ach Hammer, das ist schön. Die Piraten überfallen nicht nur unsere Schiffe, sie entführen auch noch die Arbeiter. Wir können das Flaggschiff nur mit allen fertigstellen. Denke ich nämlich auch. Kapitän! Der Schiffsbau kommt gut voran. Du musst den Rohstoffnachschub am Laufen halten. Warum duzen die eigentlich den Kapitän? So, Quecksilber haben wir hier noch ausgegraben. Mal sehen, ich denke, wir werden ruhig kommen. Hoffe ich zumindest. Hallo. Kriegsdschunkel. Ach ja, mein Hafen, das kann man bauen. Fischerbot. Feuerdschunkel. Kriegsdschunkel. Ach, das wird Karavelle sein. Hier ein Fukuan. Fukuan. Mörderschiff! So, hoffentlich kommen wir da jetzt einfach laufen. Ich gehe aber mal nicht davon aus. Steinbock, Nahrungsquelle. Sobald die Bären wechseln, können wir da hier jagen gehen. Dann gehen wir da jagen. Jawohl, das geht. Ich denke mal nicht, dass die so Außenposten oder sowas haben. Nee, nix haben sie. So, dann haut die mal zusammen hier. So, zusammen können wir sie zusammen. Ja, befreit die Siedler. Und da haben wir sie. Können wir uns gleich verschätzen, ja. Oh Mann, die dann immer da rumstehen und sich von den Affen wahrscheinlich einfach prügeln lassen würden. So, jetzt holen wir uns hier mal mit Zuna. Gott, das sagt mir gerade überhaupt nichts mit Zuna. Wird angegriffen, Mann. Oh. Ich sehe auf der Karte, bis die Typen da sind. Dann müssen wir hier nicht noch extra Siedler sterben lassen, die ein besseres verdient, als da in den Tod zu gehen. So, Steppenreiter, euch mache ich jetzt kaputt. Schon super, der Pikinier macht unsere weiter als keiner. Aber das macht unsere Schützen Pikinier kaputt. Tanken. Gucci. Ja, Voku-Piraten, besseres. Danke, Kapitän. Die Piraten sind in einem Dorf östlich von hier. Vertreib sie, sonst wird unsere Arbeit nie enden. Na gut, ich denke, ein Dorf schaffen wir mit dem Trupp. So, die dummen Piraten sind weg. Schnell alles wieder reparieren, So, und ich bin nicht da, ne? Heißt das Prost? Artefakt des mystischen Plenglai-Bären. Ja, komm, dann machen wir schnell hier die Tigerplatt. Solange wir unsere Flammenwerfer dabei haben, bin ich da zuversichtlich. So. Da komm, lass die Helden vor. Da unten ist ein Artefakt.
Und jetzt hier Reisfeld, das kennen wir ja noch aus Japan. Einfach alles klappen machen, das passt schon. Gucci, ist das nicht irgendeine Handtaschenmarke? Dachte ich jetzt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich hab immer recht. Was sind das für Feiglinge? Ja. Komm angeritten, seht uns retten wieder weg. Oh, und dann nehmen wir euch, die machen wir ein bisschen. Eigentlich wollte ich dort ein neues Reichsfeld zerstören, aber gut. Boku-Piraten. Frag natürlich direkt neben der Militärakademie, das ist ein Sie. Naja, gut. Soll jeder drüber denken, was er will, ne? So, wir machen erstmal hier die Burg kaputt. Ich denke mal, es wird man schaffen mit denen einfach. Ah, Mann, jetzt muss andere Bein eingeschlafen. Ah. So, Agent kommt übrigens auch schon. Ich hab angegriffen. Oh fuck. Ich glaube, unsere Münze haben da zerwischt. Wir haben wahrscheinlich eh gleich gewonnen. Und so, jetzt macht sie kaputt. Haut sie zusammen, macht sie kaputt. Macht alles böse. Alles, was so böse ist, das ist schon richtig evil. So, dann machen wir jetzt halt hier aber mal, ne, und so. Diese Kriegserkarte. Alter! Naja, gut, ich stehe im Flammenwerfer. Eigentlich müsste es ihm Schaden zufügen, aber. Ein Konsulat! Was will ich denn zum Konsulat? Das will ich jetzt aber nicht. Erstmal will ich hier vorzugsweise Kriegsakademie zerstören, sonst kommen da immer neue Einheiten raus. Was würde uns auf Dauer wirklich aufreiben? Na los, na los, na los. So, jetzt aber hier. Ich bringe aber irgendwie wenig IP, ich weiß auch nicht, wie ihr das seht, aber... So, Dorfzentrum kaputt, das macht's. Oh, unser Trupp ist aber echt geschrumpft, ne? Nein, egal. Gibt schlimmere. Ich hoffe ich mal. Ja, muss ich machen. Oh je, yeah, und der hinten der verklopften Siedler mit seinem Arm ist. Supi. Erinnert gerade ein bisschen da an die Story mit Morgan Black, der ja auch mit Armbrustschützen und Pikinieren dann gleich die Gegend gestartet ist. Ja, das war geil damals, damals. Boah, eigentlich schon ein paar Mal. Also jetzt nicht das erste Lustige, sondern das Richtige, sag ich jetzt mal. Hat irgendwie für mich jetzt gerade ein bisschen Nostalgie wert. Ich weiß auch nicht. Da kommt schon ihre Schafes. Wir brauchen jetzt keine neuen Einheiten. Schaffen wir es auch ohne. Mit oder ohne. Oder alles. Ich weiß nicht, was der Spruch sollte, aber einfach nur dämlich. Yeah. Und. So, haben wir es. Fertig. Ich bin beeindruckt, Kapitän. Du erledigst Piraten wie ein alter Seemann. Es macht mir keine Freude. Komm, wir müssen die Flotte fertigstellen und in See stechen. Finde ich gut. Gucken, neue Karten. Oh, was haben wir denn? Wie viel haben wir denn? 920. Was haben wir denn da? Das sind einmal zwei Ziegen. Eine gemästete Ziege. Das nehmen wir natürlich mit. Gucken, dann holen wir uns hier einfach mal hier diese Jahre da. Eine Dorfrikscha, da hört das Dorflimit, ich weiß nicht, sparen wir uns erstmal. Das sind 5 Dorfbewohner. Nee, das erstmal nicht. Was haben wir denn hier? Gut, Einheiten schicke ich mir eh nicht so oft, habe ich das Gefühl. Kaiserliche Armee. Gucken, was haben wir denn da noch? Abwehrender Salvenangriff. Wasserbüffel. Hier. Vieh, genau, bei Vieh. Hier, Nahrung auf Feldern, Mühlen, Reisfeldern. Sammeln schneller. Na, komm, machen wir einfach mal hier so. Dann das hier. Nahrung schneller, Münzen schneller, es ist wahrscheinlich alles Holz hier.
So, hier wird's dann eiserne Truppen. Keine Ahnung, ob die gut sind, aber Söldner sind kostengünstiger. Gucken hier, Manchu, Briten im Manchu-Bogenschützen. Oh, komm, was wir holen uns jetzt einfach mal alles. Ich denke, dafür werden wir hier eh genug Karten haben. So. So, dann mal gucken. So. Damals ist ja auch, Mensch, das ist ja. Mhm. So, jetzt haben wir hier alles. Mal gucken, Deck zusammenstellen. Ja, das lassen wir mal so. Die Einheiten, ich weiß nicht. Ich hau mal einfach mal hier alle Einheiten raus, weil ich mir die eh nie schick. Dann nehmen wir hier stattdessen das hier mit rein. Wobei nehmen wir hier lieber die. Ja. Na egal, lassen wir es einfach so. Das passt schon. So, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen, noch. Juni 1421. Die Flotte legt im Hafen von Calicut an, dem Reich des Samurin von Kotzikrode. What? Der Hass der Besatzung auf den Admirat einen neuen Höhepunkt erreicht. Auch meine Geduld wäre am Ende, wenn sie nicht Chen, eine kauzige alte Klette, an mich geheftet hätte. Ich habe die Nase gestrichen voll von überfüllten Häfen und von Fremden. Ich sehne mich nach Eroberungen und ich sehne mich nach Ruhm. Manche arbeiten ihr ganzes Leben für diesen Anblick, Admiral. Stimmt. Bürgerliche sind wirklich leicht zu beeindrucken. Das unterscheidet einfaches Gesindel wie dich von Männern wie mir. Mach schon Platz. Königliche werden immer noch von ihresgleichen empfangen. Beobachtet ihn genau, Kapitän. Jinhai mag giftig sein, aber er ist nicht des Verrats fähig. Weil er zu dumm ist? Weil er zu feige ist. Der Zamorin heißt dich willkommen, Admiral. Es wurde alles vorbereitet. Wunderbar. Wir haben schon zu lange keine Nachricht vom Admiral erhalten. Ich mache mir langsam Sorgen. Du solltest dir um uns Sorgen machen, Kapitän. Die Krieger, die sich nähern, tragen den Tod im Auge. Lauf, Chen, wir wurden verraten. Die einzige Chance ist, mit den Schiffen zu fliehen. Mit dem Verrat hat Samorin sein Schicksal besiegelt. Bereite die Schiffe für einen Überfall am nördlichen Strand vor. Rache ist süß. Wir müssen uns beeilen. Diese Zeit an Land macht mich seekrank. Ganz genau, aber das werden wir jetzt in der nächsten... Boah, wie cool ist das denn? Also das werden wir in der nächsten Aufnahme von Let's Play Age of Empires 3 The Ascend Dynasties machen. Jetzt mache ich erstmal eine kurze Aufnahmepause und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, ciao.